Voll ätzend. Oh, was kriegt man denn da von ihm? Eine Kette. Ja. Ausweichen 12. Widerstände. Physische Verteidigung. Nehmen wir das mal. Boah. Du weißt gar nicht was, aber egal. Wolperine. Hätte ja klappen können. Du musst noch zu dieser Wache, ne? Ja. Sollen wir dann jetzt... Bitte, bitte. Wo bist du? Ah, da. Was hast du gemacht? Ich musste halt meine Kette anlegen, aber da kann ich nur in der normalen menschlichen Form, also was heißt menschlichen. Ach so. Ja, die Wache, die ist ganz woanders. Und da muss man auch weit laufen. Ja, macht doch nichts. Wir müssen doch beide dahin, oder? Ja, stimmt. Dann laufen wir mal los. Mann, jetzt bist du wieder viel schneller als ich. Viel schneller, 20%, way. Ja, aber es ist immerhin schneller. Ja, das stimmt. Kann man auch schneller schwimmen? Ne, wir können allgemein schneller schwimmen, weil wir doch diese passive Fähigkeit haben. Aber ich weiß nicht, ob das in der Tiergestalt gilt, deswegen lasse ich das mal weg. Ich glaube nämlich, das gilt nicht in der Tiergestalt. Blub, blub, blub. Meine Elfe hängt auch halb im Wasser. Meine hängt ganz im Wasser. Oh ne, jetzt hängt sie halb. Ja, ja. Kriegt man doch ganz nasses Fell. Fell wird zwar vielleicht nass, riechst aber... nachher wie ein nasser Hund. Wie eine nasse Katze, wenn ich bitten darf. Was? Nein? Du bist doch als Wolf geschwommen, oder nicht? Ja, stimmt. Ich bin doch wieder eine Tiger. Wonach rieche ich dann? Nach... nassen und Katze. Tiger? Eine exzellente Frage. Keine Ahnung. Naja, da du eh früher da bist als ich, WTSG 16 Crossbow in Third Cast. R9 Visi Sword PM, please. What the hell? Das ist, ey. Alles verstanden, du nicht? Doch. Was G16 bedeutet, weiß ich nicht. Aber er wollte auf jeden Fall einen Bogen und ein Schwert verkaufen. Ach so. So viel habe ich verstanden. Okay. Ja, ich bin stolz auf mich. Ich gucke selbst die ganze Zeit auf den Hintern, ist ja toll. Ich gebe mir so eine Ego-Sicht, so, way, nice. BTS-Medaille des Ruhms. Das ist cool, wenn die Items da mit deutschem Namen stehen, aber die alles andere auf Englisch schreiben. Will give discount if buy it... Bla. Ja. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Das kann mir bei mir nicht passieren. Bei mir ist sowieso alles in Englisch. Ja, das ist wie dieses so ein Denglisch-Misch, weißt du? Ja. Boah, wo ist der? Batman. Okay, lass mir das. Kann ich jetzt eigentlich schon die Viecher zähmen oder muss ich nicht noch irgendwie dieses Biestviech fangen? Ja, ich habe das Netz immer noch. Heiliges Biest, ein Netz zum Fangen des... Ja, und so. Ah, ich hänge schon wieder fest. Scheiße. Ja, wenn man nicht darauf achtet, wo man hinläuft, ne? Ja. Böse. Ich kann auch immer... Muss mit einem Auge immer auf die Gegend achten. Oh. Ja, ich wusste, dass ich angegriffen werde. Lass uns über die Weltwirtschaftskrise diskutieren. Oh, bitte. Ja, das Thema nehmen. Zum Beispiel... Acehyl. Was gibt's? Wir können uns ja wieder über die... Was? Was gibt's morgen zu essen? Oh, klasse. Ja, das muss die Welt ganz unbedingt wissen, was es bei uns morgen zu essen gibt. Ich könnte euch sagen, was es heute gab, aber das wollt ihr mit Sicherheit auch so genauso wenig wissen, wie was es morgen gibt. Peniskuchen. Eigentlich müssen wir da so Piep davor packen. Piep,
Pfannkuchen. Genau. Geht aber leider nicht. Jetzt glaube ich wieder Strack gegen einen Felsen. Nee, ich habe jetzt schön weite, gerade Strecke vor mir. Jetzt kann ich auch irgendwie mich ablenken. Mit irgendwas anderem. Ich kann 20 Punkte verteilen auf meine Fähigkeiten. Genau. Ich kann so nebenbei irgendwie was vollkommen anderes machen. Aber ich lasse es doch. Ich warte ab. Worauf? So auf Waffen und Rüstungen, was die dann brauchen und auf die Richtung und auf das, was ich dann da halt brauche, da. Richtig. Das erweitere ich dann. Ich meine, okay, wenn ich jetzt alles auf Stärke setzen würde, die 20 Punkte, würde ich auf einmal stärkere Angriffe machen. Aber ich mache so auch schon genug, stark genug. Also meine Angriffe sind auch ziemlich effektiv. Lohnt sich also gar nicht. Na, meine sind auch recht effektiv. Wobei wir es ja bis jetzt noch nicht wirklich mit großen Gegnern zu tun hatten. Ja, eben. Ich habe auch bisher noch nicht einmal bis zum Ansatz die Hälfte meiner Leben verloren. Nee, ich auch nicht. Aber darauf werden wir sowieso selten achten müssen, denke ich mal. Nur bei so Bosskämpfen oder sowas. Ja. Fiesen Boss-Typen. Mir ist gerade eingefallen, wenn man stirben sollte, wenn man stirben sollte, wenn man sterben sollte, dann wird man doch bei dem Teleporter oder bei der Boah, mein Wölfchen ist weg. Ach, weil ich geschwommen bin. Dann wird man doch bei dem nächsten, bei dem Teleporter, Telepopo, wo man als letztes mit dem geredet hat, oder der in der Nähe ist, sag ich mal, der in der Nähe, mit dem man als letztes geredet hat. So, bei dem wird man noch wieder belebt, oder? Das kann, oder bei wem? Ja, stimmt. Nee, das ist, glaube ich, immer, je nachdem, in der letzten Stadt, in der man war. Ja, die nächste Stadt, bei der, in der man mit dem Telepopo geredet hat. Das kann sein, ja. Ich meine es zumindest. Aber bis jetzt sind wir noch nicht gestorben und ich habe 709 Mana und 354 Leben. Okay, ich war jetzt bei den Typen. Du kriegst zwar auch nicht Erfahrungspunkte und alles, aber der hat uns jetzt noch eine blaue Quest abzugeben. Also der hat diese blaue Rolle über seinen Kopf. Das heißt doch, dass man die immer annehmen kann, ne? Ja, ich glaube, das ist so ein Daily-Ding. Ja. Ey, du hast ja nur 189 Mana, wie süß. Boah, ja, back dich doch mal hier in den Stein rein, ey. Wie viel hast du denn? Du 709. Hast 700! Ja. Dafür habe ich 576 Leben und du hast nur 354. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das Mana, die ganzen Mana brauchst du aber auch. Ach so, nee, das ist dieses mit den tötet Level 4 Monster oder Level 12 Monster. Quatsch, Level 4, Level 11, Level 12 und so weiter. Ja, das können wir dann bei Gelegenheit auch mal machen, aber jetzt erstmal, das war's für dich, ne? Ja, für dich doch auch, oder? Nee, ich habe noch zwei Quests. Deswegen frage ich ja nur, muss ich... Wir sind doch wieder in unserer Heimatstadt in der Nähe, oder? Das weiß ich gerade nicht, deswegen hier. Du musst einfach auf den hinklicken, wo der Wegpunkt dich führt und dann gucken auf der Karte, wohin der... warte kurz, ich muss mir mal durchlesen, was ich da genau machen muss. Tötet einen Nildrachen gerade in der Ehe, um anschließend sein Fleisch zu erhalten. Dies ist das bevorzugte Futter des heiligen Biester. Da steht aber jetzt was mit Drachenpunkte drüber, dass wir... Ach nee, das ist was anderes, Okay, los geht's. Also, wo musst du hin? Weiß ich noch nicht, warte kurz. Ich muss... Doch, zurück zur Stadt der Verlorenen. Dann lass uns direkt hinporten. Ich weiß aber nicht, ob wir dann da landen, das ist ja das Problem. Mit dem Stadtportal landen wir ja in der nächstgelegenen Stadt. Ja, wir waren doch in keiner größeren als in unserer. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dann trotzdem in denen landen. Naja, wir können es trotzdem versuchen. Ich würde es wagen. Ich habe so einen wundervollen Balken vor der Fresse hier. Kuckuck. Ja, toll. Wir sind genau da, wo wir gerade waren. Das ist nämlich die Stadt, in der wir als letztes waren. Hey, toll. Ja, aber immerhin haben wir nicht viel Zeit. Warte. Wir sind doch bei der Teleporterin jetzt. Wir können uns doch hin. Ach so, ja. Damit dahin porten. Aber wie teuer ist das denn? Ja, das wird nicht teuer sein. Ja, ey, 200, komm. Oh, okay. So, jetzt aber. Ich hab nur noch 5000. Das war voll viel. Nur noch, ey, komm schon. Wenn man überlegt, dass man hier gar nicht mehr so viel sammeln kann, ist das doch echt viel.
Ja. Tja, ich Fetter folge dir bunter mal. Vogel. Dafür klicke ich einfach auf deinen Namen und klicke auf Follow. Muss ich dich gar nicht erst anklicken für. Du bist so langsam, ich muss immer stehen bleiben. Halt die Schnauze. Aber das ist gut, wenn du also keine Sprungeinlagen hinlegst.